So, wir sind heute zu Gast in der Hamburgerei in München und ich teste heute für euch eine Pedipresse. Und deswegen schauen wir jetzt mal, ist es wichtig, das zu haben oder ist es nur nice to have? Man sieht, es ist stabil gearbeitet, aus Aluminium, kann also auch nicht rosten. Könnte für mich auch ein Ticken größer sein, aber das testen wir jetzt mal, wie groß das Patty hinterher wird, dass man auf seinen Burger legen kann. Der Vorteil an den Geräten ist, ihr erreicht somit durch das Pressen mit dieser Auflage, dass die gleichmäßig dick werden. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn man da sogar zwei hat. Dadurch schafft man eine gleichbleibende Dicke. Richtig feste. Jawohl. Schauen wir mal, geht gut raus. Jawohl. Zwei schöne Patties. Und jetzt wichtig, erstmal liegen lassen. Bei der Burgerpresse haben wir jetzt gesehen, es bleibt ein bisschen was hängen. Ist nicht sehr dramatisch. Es geht gut raus. Soll es mal hängen bleiben, vielleicht einen Ticken Öl reinmachen, dass man es gut rauskriegt. Von der Größe her zum Vergleich, so groß war es vorher beim Pressen. Jedes Fleisch zieht sich beim Grillen zusammen und wird kleiner. Das ist unvermeidbar, das geht auch gar nicht anders. Ihr habt jetzt wirklich, wie man in Bayern sagt, ihr Fleischpflanzerl. So, ich zeige euch jetzt nochmal, wie man zu Hause auch einen Burger machen kann mit Dingen, die ihr auf jeden Fall zu Hause habt. Machen wir jetzt einen etwas größeren Burger mit 180 Gramm Rindfleisch, so wie wir das bei uns in der Hamburgerei haben. Backpapier habt ihr auf jeden Fall zu Hause. Einfach in so ein kleines Viereck schneiden. Topf, Pfanne, legt es schön mittig hin. Zweites Stück obendrauf und dann könnt ihr mit der Pfanne oder dem Topf gleichmäßig den Patty platt drücken. Ein schöner von Hand gemachter Patty ohne Gadgets mit Sachen, die ihr zu Hause habt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir die grillen können und wie die hinterher ausschauen. So, ihr seht jetzt als Ergebnis, es ist schon ein ziemlicher Größenunterschied zwischen dem 180 Gramm und den 120 Gramm, also wirklich sehr, sehr großer Unterschied. Was machen wir mit der Burgerpresse? Mit dem Patty Maker. Brauchen wir den? Ist es unbedingt notwendig, sich den zu kaufen? Ich würde sagen, nein. Ihr braucht das Geld nicht ausgeben, um dann kleine Patties zu haben, wo ihr wirklich keine große Freude dran habt, Burger damit zu bauen, außer für einen Kindergeburtstag. Investiert das Geld lieber in gutes Fleisch, kauft es beim Metzger eures Vertrauens. Investiert das Geld lieber in ein gutes Produkt, was ihr hinterher esst. Das ist mein Fazit. Man kann, man muss aber nicht.